Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes geht es um das Thema Kryptosteuer in Amerika und welche. Schnittstellen wie hier zum deutschsprachigen Markt eben entdecken können. Außerdem gucken wir uns an, welche Bitcoin-Bullrun-Signale es so gibt, denn diese scheinen unerschütterlich zu sein. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum der Defi-Bereich hier gerade nachlässt und wo die Reise hingehen könnte. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um das Thema Kryptosteuer in Amerika. Aber man kann hier relativ schnell entsprechende Verbindungen mit der deutschen Gesetzeslage auch schlagen. Wir gucken uns das ganze Thema aber erst einmal an. Und zwar wissen wir ja, dass grundsätzlich das Thema Kryptowährungen und das Thema Versteuerung in dem Kontext meist noch in einem Graubereich eben stattfindet. Zum Beispiel die amerikanische Finanzaufsichtsbehörde IRS hat sich damit bereits auseinandergesetzt und versucht nun über verschiedene Reporting-Maßnahmen eben an Informationen heranzukommen. Das Ganze funktioniert auch relativ einfach, wenn es eben nur um eine Einkommensteuererklärung geht. In dem Moment, wo dann aber noch weitere Dinge eben mit implementiert werden müssen, zum Beispiel Einkommen durch Kryptowährungen und so, hat schon die IRS große Probleme. Die Finanzbehörde hat nun also versucht, Lösungen hierfür zu finden und hat angefangen, knapp 10.000 Kryptoanleger mit entsprechenden Warnbriefen dazu zu bewegen, um weitere Informationen zu bekommen, um dann tatsächlich auch kalkulieren zu können, wie hoch eigentlich die Steuerschuld ist. Das große Problem hierbei ist nun aber, dass sie so viele Informationen bekommen, dass sie diese gar nicht wirklich verarbeiten können, vor allem nicht effizient. Und man sieht also, dass hier gerade das Finanzamt in Amerika unglaublich überfordert ist und überhaupt nicht weiß, wie das Ganze funktionieren soll, weil sie sich mit der Thematik vorher gar nicht beschäftigt haben. Und ich glaube, hier kann man schon einige Parallelen zu dem Thema in Deutschland dann eben schlagen und sehen, gerade wenn es um das Thema Bürokratie geht, sind wir quasi die Könige auf diesem Planeten, würde ich jetzt einfach mal so plakativ in den Raum werfen und das Thema Versteuerung und so weiter, wenn es um Kryptowährungen geht, ist sicherlich nicht einfach, aber es gibt zum Glück natürlich auch Lösungen und ich habe euch dafür nämlich in die Videobeschreibung, das ist der erste Link, ein entsprechendes Buch eben verlinkt, damit ihr euch mit dem ganzen Thema mal auseinandersetzen könnt. Mein Rat wäre zusätzlich an der Stelle, sich nicht nur eigenes Wissen eben anzueignen, sondern auch einen fähigen Steuerberater oder eine Steuerberaterin eben zu organisieren, die eben diese Aufgaben dann übernehmen und dann eben auch keine Fehler in diesem ganzen. Graubereich eben machen, denn das ist natürlich ein wichtiges Thema, ist das ganze Steuerrecht natürlich kein Kavaliersdelikt und da muss man natürlich aufpassen, dass entsprechend richtige Informationen mit übertragen werden und dass es hier eben keine Fehler gibt und auch bei dem Thema Krypto, da gibt es natürlich einige Dinge zu beachten und da braucht man natürlich entsprechende Fachkräfte, die das Ganze wissen und gerade wenn ihr euch mit dem Thema nicht nur auseinandersetzt, sondern vielleicht sogar Bestände habt, die deutlich überdurchschnittlich groß sind und ihr tatsächlich in den Bereich kommt, in den es eben um Steuern und so weiter geht, da solltet ihr euch auf jeden Fall mit einer entsprechenden Person auseinandersetzen. In dem Fall versucht die IRS das ganze Problem nicht selber in Anführungsstrichen zu lösen. Sie versuchen es schon selbst zu lösen. In dem Fall versuchen sie also weiteres Personal, Fachpersonal einzustellen, die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen und schon wissen, wie das eigentlich funktioniert. Es geht also darum, das ganze Thema digitale Vermögenswerte eben in Verbindung mit richtigem Fachpersonal eben zu kombinieren, um dann diese Berge abarbeiten zu können. Vor allem im Hinblick darauf, dass wir immer eine weiter ansteigende Adoption eben sehen und dass es immer mehr Anleger geben wird in der Zukunft. Da sollten auf jeden Fall entsprechende Lösungen her. Und wenn es in Amerika schon nicht gut läuft, dann sollten wir eben auch in Deutschland aufpassen, dass wir hier frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und ich glaube damit hat man dann tatsächlich auch am besten, damit es hier nicht zu ähnlichen Problemen kommt. Gucken wir uns das zweite Thema an, und hierbei geht es um Bullrun-Signale, denn der Bitcoin ist unerschütterlich. Jedenfalls aktuell. Wir wissen, dass es Wahlunsicherheiten gibt und auch das Thema rund um die Pandemie bewegt uns natürlich. In den meisten Bundesländern ist es ja so, dass nun ab morgen dann ein Teil-Lockdown oder ein richtiger Lockdown eben stattfindet, je nachdem, wo man lebt. Das ganze Thema ist nun mal auf der ganzen Welt präsent und präsenter denn je. Die zweite Welle, die ist quasi da und diese führt natürlich auch automatisch dazu, dass die Märkte so ein bisschen verrückt spielen. Gerade wenn wir uns den Aktienmärkten mal zuwenden, dann merkt man relativ schnell, dass es hier einige rote Tage gab, einige verlustreiche Tage rund um den Globus. Und dennoch hat der Bitcoin es wunderbar hinbekommen, sich aus der Korrelation hier zu befreien und diese weiter zu senken, was eben dazu führte, dass der Bitcoin gestern auf knapp 14.100 Dollar steigen konnte. Aktuell sind wir bei knapp 13.700, 13.800 Dollar unterwegs und halten uns da sehr, sehr gut. Wir haben außerdem einen prominenten Branchenanalyst mit dem Namen Q.A. Wang, der sich zu dem ganzen Thema nochmal geäußert hatte und er sagt dazu folgendes. Bitcoin hat seit September drei gleichzeitige Thesen aus dem traditionellen Markt. Wahl, Pandemie und Stimulus sowie einen Haufen von crypto exchange foot ab abgewehrt. Wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass wir uns in der Frühphase eines Bullruns bei Bitcoin befinden, haben Sie nicht aufgepasst. Und ich würde das Ganze auch soweit unterschreiben, denn der Bitcoin, der funktioniert aktuell besser denn je und er outperformt weiterhin die ganzen Aktien, die ordentlich straucheln zur jetzigen Zeit. Wir haben riesige Events, die eben gerade stattfinden. Ob nun positiv oder negativ, ist ja erstmal egal. Dinge, die also grundsätzlich entsprechende Wirkungen auf die Kurse haben. Und der Bitcoin, der funktioniert gerade besser, als er es jemals zuvor getan hat. Und es sieht so aus, als könnte der Bitcoin das Ganze eben auch als Profiteur eben verlassen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Aber natürlich hat sich auch der Makroinvestor Raoul Pahl dazu geäußert, der der früher in einer leitenden Funktion bei Goldman Sachs gearbeitet hat, der sich also mit dem Thema Finanzen definitiv auskennt. Und er erklärte folgendes: Es sieht so aus, als ob wir an diesem Punkt angelangt sind. Ich habe gesagt, dass dies der Punkt ist, an dem. Makro, Krypto, Politik, alles in den gleichen großen Eimer kommt. Es ist alles konzentriert und unser reiner Fokus im Moment. Wir wissen, dass Bitcoin dabei eine Rolle spielt. Ein ganzes Gremium, darunter Jay Powell, die Cleveland Fed und viele andere, haben darüber geschrieben. Überall wird darüber gesprochen. Der Trommelschlag wird immer lauter. Sie gehen auf digitale Währungen der Zentralbanken zu. Es sieht also so aus, als würden eben gerade die Fundamentaldaten diesen entsprechenden Aufwärtstrend sehr, sehr stark unterstützen und in dem Fall hat Raoul Pal das ja nochmal zusammengefasst, dass es hier auf vielen Ebenen eben ein Durchsetzen der Kryptowährung Bitcoin eben gibt und auch die meisten Altcoins werden sicherlich dann noch nachziehen. Ich bin gespannt, wie sich das vor allem in den letzten zwei Monaten dieses Jahres eben bewegen wird und wie sich der Markt dann verhält. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich da riesig auf die kommenden Wochen. Was haltet ihr von dem ganzen Thema und was glaubt ihr passiert noch bis zum Ende des Jahres? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Gucken wir uns nun noch das letzte Thema an und hierbei geht es um den Defi-Bereich. Denn wie ihr es gerade wahrscheinlich mitbekommen habt, ist es so, dass der aufstrebende Sektor gerade ordentlich federn lässt. Und zwar haben wir zwar in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres enorme Kurssteigerungen miterlebt, aber nun ist es tatsächlich so, dass die Märkte so ein bisschen rückläufig sind. Vor allem einige Token, die sind natürlich gerade unter Feuer wegen Exit-Scams, Hacks und Smart Contract-Fehlern. Wir haben hier zum Beispiel. Das Thema rund um Harvest Finance, die insgesamt 24 Millionen US-Dollar verloren haben aufgrund von einem Flash Loan, und das Ganze führte dann dazu, dass wir sogar durch diesen Angriff letztendlich ein unglaubliches Rekordhandelsvolumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar gesehen haben. Bedeutet also, dass natürlich viele, die bei Uniswap und die grundsätzlich dort eben agieren und arbeiten, dass die natürlich profitieren. Höre von dem ganzen Thema sind und gerade das Thema Flash Loan, das Ganze hier führt bereits in häufiger Art und Weise eben dazu, dass eben Betrüger ihr Unwesen treiben, ob es dann bewusst ist oder unbewusst, spielt ja dabei erstmal keine Rolle. Am Ende schädigt man natürlich die Token und schädigt natürlich auch das Vertrauensverhältnis, was man hier eben hat. Hier gibt es verschiedene Mechanismen, die dann eben teilweise nicht richtig funktionieren und es sieht aber trotzdem so aus, als wäre der Defi-Sektor überhaupt nicht beeindruckt davon, dann werden wir uns das mal angucken, dann reden wir hier immer noch von einem gelockten Kapital von über 10 Milliarden US-Dollar, was natürlich ganz klar dafür spricht, dass wir immer noch sehr, sehr viele Investoren haben, die an das ganze Thema glauben und die entsprechend richtigen DeFi-Token für sich quasi gefunden haben. Es sieht auch so aus, als würden die Märkte nur ganz, ganz leicht rückläufig sein, aber es gibt eben nicht diesen riesigen Knick, den man vielleicht hätte erwarten können aufgrund dieser ganzen Thematiken, die nun ab und zu mal auf aufgetreten sind und ich bin hier sehr gespannt, wie es vor allem dann mit ETH 2.0 hier weitergehen wird. Was haltet ihr von dem ganzen Thema und was haltet ihr grundsätzlich eigentlich vom Defi-Sektor? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!